Hamza bin Laden, der Sohn des 2011 getöteten Al-Qaida-Chefs, ist offenbar nicht mehr am Leben. Der 30-Jährige sei in den ersten beiden Jahren der Trump-Präsidentschaft bei einer Militäroperation unter Beteiligung der USA getötet worden. Das schreibt die New York Times unter Berufung auf Quellen aus der US-Regierung. Noch Anfang des Jahres hatte das US-Außenministerium ein Kopfgeld von bis zu 1 Million $ auf die Ergreifung von Hamza bin Laden ausgesetzt. Hamza bin Laden, eines der etwa 20 Kinder von Osama bin Laden, galt als der Nachfolger seines Vaters an der Spitze des Terrornetzwerks. Al-Qaida-Mitglieder hatten am 11. September 2001 in New York fast 3000 Menschen getötet.